meine Lieben, ja, ich bin zurück aus Dortmund und ich habe ja gesagt, dass ich einen Action-Haul machen möchte und das habe ich auch gemacht. Also ich habe gesagt, dass ich zum Action fahren möchte und dort einkaufen möchte und das habe ich. Und hier zeige ich euch erstmal eine Tüte. Das sind schon ältere Sachen. Kippe ich jetzt einfach mal aus und arbeite das mal ab. Und ganz oben auf ist hier so ein Valium-Block. Den habt ihr mit Sicherheit schon von irgendwem gesehen. Oder oh, das sind sogar zwei. Okay. Ich dachte, das wäre einer. Jetzt kleben irgendwie zwei zusammen. Ja, einmal das. Dann diese Teile hier mit den Buchecken und so ein paar Teile zum oben drauf machen. Finde ich immer schön zum Album machen und so weiter. Dann hier diese Faultiere. Das habt ihr bei mir alles schon gesehen, weil ich das schon bekommen habe. Die Sachen hier hatte ich im Kalender. Pommes Fruchteis. Dann habe ich diesen hier zweimal. Genau, den mit den Faultieren habe ich auch zweimal. Das sind ja immer so Aufkleber. Also Sticker sind da drin. Dann habe ich hier diese Meerestiere zweimal. Ja, fand ich auch ganz süß. Das Ding hier, das habe ich doppelt. Das hatte ich schon. Dann hier nochmal die Teile. Habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Die auch nochmal. Dann hier so einen süßen Stempel mit diesem niedlichen Affen und dem Elch. Ja, ein kleiner Spruch. Und hier ist eben noch ein Stempelblock dabei, wobei den werde ich nicht benutzen. So, dann kommen hier als nächstes einige Stanzformen. Und zwar immer welche, wo einmal geprägt und gestanzt wird. Hier haben wir die mit diesen Herzchen und dann sind da so Ranken drumherum. Ich glaube, ich packe das einfach direkt mal aus. Dann kann ich es euch hier auch einmal gleich zeigen. Zack. Ja, das sieht dann einmal so aus. Und dann hat man hier wie so eine Cookie-Doo-Karte, wo dann die Sachen eben ausgestanzt sind und das dann geprägt ist. Ja, die finde ich immer ganz süß. Dann gibt es die noch mit den Schmetterlingen. Hier einfach mit so einem Kreis und Blümchen. Gibt es denn hier hinten? Nach hier hinten könnt ihr das besser sehen, wie das dann aussieht, wenn es dann durch die Walze gegangen ist. Das sieht dann so aus. Dieses hier. Das. Und das hier ist, glaube ich, doppelt. Ja, das habe ich doppelt. Ja, wie immer, wenn ihr was doppelt seht, könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr das irgendwie haben wollt. Hier sind noch so ein paar Weihnachtssachen. Also ihr seht, die Sachen sind auf jeden Fall schon älter. Weihnachtsbaum, dann hier der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren und hier ein Happy New Year, also Merry Christmas und Happy New Year. Und dann eben hier auch noch so ein bisschen Weihnachtskram. So, und dann sind hier noch Blöcke dabei, die mir gut gefallen haben. Und zwar einmal dieser hier. Und die sehen dann so aus. Das sind so 3D-Dinger, die man dann immer ausstanzen kann. Und dann hat man hier halt so verschiedene Motive. Ja, und die fand ich halt eben wegen diesen Waldtieren so schön. Ich gehe den jetzt auch gar nicht ganz durch, weil ihr kennt den garantiert. Dann habe ich den hier noch. Und hier ist eins, das ist dann komplett mit Weihnachtsdingern. Und ja, wie gesagt, Weihnachten kommt ja jedes Jahr wieder. Deswegen finde ich das überhaupt nicht schlimm, paar Weihnachtssachen zu haben. So, das war einmal das Alte. Und jetzt fange ich mal an mit den Sachen, die ich dieses Mal neu habe. Und oh, ich mache das hier, glaube ich, mal so ähnlich. Ich nehme einfach mal so einen ganzen Stapel und gehe das einfach mal so mit euch durch, wie es gerade kommt. Hier haben wir erstmal so einen Stickerbogen. Da sind, glaube ich, immer zwei Dinger drin, genau. Und die sind hier mit solchen Bärchen und so lustigen Süßigkeiten oder ja, schönen Süßigkeiten. Hier habe ich eine Stanzform oder eine, ja, Stanzform, genau.
Fand ich auch ganz cool, wo man einfach so ein komplettes Teil hat. Und ja, Blümchen gehen ja eigentlich immer. Ja, und so kleine Spruchbänder, die gehen auch immer. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach komm, das nimmst du auch noch mal mit. Eigentlich habe ich ja so viel Stempel und Krams, aber. So, dann habe ich hier, die sind ein bisschen dicker. Die sind so mit Schaumstoff. Und da habe ich mir einmal diesen Bogen hier mitgenommen. Ich gehe das mal so ein bisschen einmal so dran lang. Dann seht ihr es ein bisschen besser. Die fand ich ganz süß, wegen den Tierchen halt wieder. Und dann einmal diesen hier. Ja, finde ich auch immer ganz cool in Karten, aber auch in Alben. Finde ich das auch ganz schön. Und das hier ist eigentlich noch so ein bisschen, ja, Mischmasch, so ein bisschen weihnachtlich eigentlich noch oder winterlich auf jeden Fall. Aber ja, auch ganz süß mit den Kätzchen und so. Und die haben mir eigentlich ganz gut gefallen. So, hier habe ich so ein paar Sticker. Das sind dann, ich glaube, manche habe ich doppelt, manche nicht. Und ja, weil das eben mal so schnelle kleine Dinger sind. Ein paar Sticker kann man immer gebrauchen. Die habe ich mehrmals mitgenommen, so oft wie sie noch da waren. Zeige ich gleich erstmal den hier. Ja, das ist mein Lieblingsspruch, ne? Enjoy the little things. Das machen wir viel zu selten, dass wir auf die kleinen Dinge achten und uns darüber freuen. Ja, und da seht ihr einmal die, die es alle gab. Und den habe ich, glaube ich, auch mitgenommen. Muss ich gleich mal gucken. Der wird irgendwo noch in der Tüte verschollen sein. Ja, und den hatte ich tatsächlich viermal mitgenommen, weil hier sind auch die Wochentage so drauf und die Jahres-, also die Monate. Und das fand ich jetzt ganz cool hier für mein Bullet Journal. Da kann ich mir vorstellen, dass ich das ein oder andere Mal verwenden werde. Und ja, viermal eben genau das Gleiche. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass ich das bei der einen oder anderen Seite mal verwende. Mal gucken. Davon habe ich noch mal ein Paket auf jeden Fall. Hier sind Stoffe drin und zwar immer 50 mal 50 Zentimeter. Das sind jetzt natürlich so ganz einfache Baumwollstoffe. Die haben mir aber gut gefallen. Und die sind schön, um so eine Tasche oder so zu machen. Oder man kann auch einen Kopfkissenbezug, könnte man damit auch locker machen. Wie gesagt, 50 mal 50. Und ja, das ist jetzt keine Mini-Größe, ist aber auch nicht riesengroß. Und für den Preis war es okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die gekostet haben. Und da sind halt dann fünf verschiedene drin. Dieses Paket hier habe ich zweimal und dann habe ich, glaube ich, noch ein anderes. Die finde ich jetzt alle. Das hier ist natürlich mein Liebstes, ne? Von den Farben her. Ja, und das hier ist aber auch schön. Und ich klappe die jetzt nicht alle auf, weil die sehen alle gleich aus. Ich wollte euch nur die Stofffarben einmal zeigen. Ups, so. Jetzt piept's hier. Das kann da hinten hin. Und noch mehr Sticker. Also ich war diesmal irgendwie im Stickerrausch. Und hier, die sind hier so ein bisschen auch mit Luft drin. So ein bisschen puffy-mäßig. Diese hier, nee, die sind nur ein bisschen erhöht. Ja, und die fand ich irgendwie auch total hübsch. Also bis auf das fliegende Ding hier oben irgendwie nicht so, aber ja, lustig halt, ne? Nicht schön, aber lustig. Ja, und die haben mir irgendwie gut gefallen und deswegen habe ich sie halt mitgenommen. Die hier weiß ich gar nicht genau. Ich glaube, die Farben waren es irgendwie. Wobei ich sagen muss, im Action wirkten die Farben, glaube ich, auch noch ein bisschen anders. Aber es ist egal. Also ich kann mir das hier auch gut vorstellen, für meinen Bullet Journal zu verwenden. Das war zumindest mein Gedanke, als ich das gekauft habe. Genau, hier ist der andere Stoff. Und ich zeige euch das jetzt gerade mal hier. Das sind so ganz andere Farben, als eigentlich meine Farben sind. Das habe ich aber mit Absicht gemacht. Weil ab und an macht man ja auch mal was für jemand anderen. Und dann ist es immer ganz praktisch, wenn man dann auch noch ein bisschen anderen Stoff da hat. Und wie gesagt, der Preis, der war jetzt wirklich günstig, deswegen. Und noch mehr Sticker. Irgendwie war Sticker-Time. Keine Ahnung. Und ich fand diesen Bären eigentlich total süß. Und ich habe nicht gewusst, dass auf der Seite die sind und auf der Seite die. Deswegen habe ich das zweimal mitgenommen. Weil ich hatte nämlich einmal das in der Hand und habe den gesehen. Ich dachte, hey, da gab es doch noch einen anderen Bären. Und dann habe ich das doppelt quasi genommen, weil ich gedacht habe, dass das verschiedene wären. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Und diese Süßigkeiten-Dinger finde ich auch cool. Ja,
Da könnt ihr raten, warum das mitgekommen ist. Eigentlich nur wegen diesen Waschbären und ja, wegen dem Füchslein wahrscheinlich. Also, wie gesagt, ich hatte das im Action nicht umgedreht, aber wegen dem hätte ich es wahrscheinlich nicht mitgenommen. Aber den fand ich so süß. Und auch die Sachen finde ich auch ganz schön, irgendwo noch ein bisschen mit zuzukleben. Das hier habe ich mitgenommen, weil ich eigentlich an jemand anderen dabei gedacht habe, eine Karte für jemanden zu basteln. Und von der anderen Seite so. Ja. Und auch das hier habe ich gedacht für mein Bullet Journal, dass ich das gut verwenden könnte hier für die Nähseite. Ja, und hier habe ich noch diesen Stickerbogen. Und ich war der Meinung, ich hätte mir so Textdinger mitgenommen. Jetzt muss ich noch mal rauf gucken, ob ich mich da vielleicht geirrt habe und den doch nicht mitgenommen habe. Dass ich den mitgenommen habe, daran erinnere ich mich gar nicht. Witzig. Ja, dann hat mein Auto was bekommen. Ja, mal gucken, wenn jetzt tatsächlich dann mal Winter werden sollte bei uns. Also als ich gestern dort von Dortmund weggefahren bin, da war dann Schnee und bin dann ja bis nach Niedersachsen rein, hat es geschneit und dann, als ich dann in Niedersachsen war, halt nicht mehr. Und ja, ich habe mir aber gedacht, komm, nimmst du mit, dann brauchst du nicht krapfen morgens. Und hier habe ich noch zwei Pakete Stoff, einmal den, den ihr schon gesehen habt und hier noch so einen anderen. Da zeige ich auch wieder einfach nur mal kurz das Bild, dass ihr ein bisschen seht, so ungefähr zumindest, wie die Stoffe aussehen. Die sind auch wieder so ein bisschen bunter und ja, so ein bisschen meine Farben, aber nicht alles. Okay, dann habe ich hier solche Dinger mitgenommen. Dies habe ich schon gesehen bei Miss Fruchteis. Das soll angeblich, wenn man das Bild ausgedruckt hat, so 3D-mäßig sein, also holographisch. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und werde dann vielleicht mal Bericht geben. Dann habe ich eins mitgenommen, das ist mit Magneten. Also das kann man dann auch ganz normal ausdrucken im Drucker und dann kann man es ausschneiden. Und dann kann man es mit Magneten irgendwo hinbappen. Und das fand ich auch total cool. Magnetisches Papier. Ja, und das werde ich natürlich auch ausprobieren und dann vielleicht ein paar Bilder an meinen Kühlschrank packen oder so, also so wie es auch hier ist. Oder an die Pinnwand oder ja, mal gucken. So, dann habe ich mir diesen Block hier mitgenommen. Den fand ich auch echt schön. Also nicht alles, aber diese Tierchen hier, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Die sind so, so, so süß. Ja, und hier ist dann so ein Velium, womit ich ehrlich gesagt immer nichts anfangen kann. Also Velium, weil man sieht ja immer den Kleber von der anderen Seite und man hat nicht wirklich Platz, wenn man das ausgeschnitten hat, da drumherum Kleber zu machen. Also das dann zu verschwinden zu lassen. Man müsste also theoretisch überall ringsrum so einen größeren Platz haben, damit man es verkleben kann und da wieder was draufkleben kann, damit man den Kleber nicht sieht. Ja, mal gucken. So, und hier sind dann halt so Sticker noch dabei mit Waldtieren und dann kommt Papier. Verschiedene Papiere und die zeige ich euch jetzt auch mal, obwohl ich das ja immer langweilig finde, aber vielleicht gefällt es euch ja, euch Papier anzugucken. Wenn ihr da genauso seid wie ich, dann spult einfach vor. Und ich fand die Papiere wirklich schön. Ja, nee, das war keine gute Idee, so war es besser. Zack. Ja, klar, nicht alle. Mega schön, aber die zum Beispiel hier wieder und hier, die könnte man ja jetzt auch einzeln ordnen. Ne, das sind schon wieder Stanzformen, genau, das ist gar kein Papier mehr. Ups, das waren auch zwei Seiten. Noch mehr Stanzteilchen. Ja, die Tiere sind einfach super süß gezeichnet. Der Igel hier und überhaupt. Also mega, mega süß. Cool. Keine Ahnung, ob ich das irgendwann verwende, weil ich glaube, wenn ich das in der Hand habe, dann finde ich es wieder viel zu süß, um es zu benutzen. Aber ist doch totaler Quatsch, oder? Vor allem, wenn man für andere was macht, dann will man es ja auch süß haben. Also dann ist es doch gerade gut, wenn man es dann verwendet. Aber naja. Ja, und hier nochmal ein Velum-Papier.
das war dieser Block und den fand ich einfach so, so niedlich und der musste unbedingt mit. So, ein paar Sachen kommen noch. Ich habe mir hier noch so eins mitgenommen. Da sind auch ganz viele verschiedene Sticker drin. Irgendwie ist das hier, war das hier verklebt oder so? Also irgendwas klebt hier auf jeden Fall. Irgendwas draufgelaufen ist, was klebt, oder ob das vorher so zugeklebt war, kann ich euch nicht sagen. Genau, das war dann das wahrscheinlich, was ich mit Text in Erinnerung hatte. Weil hier dann hier überall immer auch so Sprüche oder Favoriten, ja, alles Mögliche halt dabei ist, wo man dann, sind auch immer zwei, glaube ich, ja genau, sind immer zwei. Na komm, zack, Herzchen und wieder hier so ein paar First Date, okay. Ja, kann ich natürlich nicht mit allen Sachen was anfangen, aber mit einem, mit dem einen oder anderen auf jeden Fall. Und wie gesagt, die meisten Sachen, die ich in diese Richtung kaufe im Moment, die sind halt alle für mein Bullet Journal. Und das eine oder andere kann ich davon auf jeden Fall gebrauchen. Dann habe ich mir hier ein, ja, so ein Zeichenblock quasi mitgenommen. Und das Papier ist irgendwie richtig toll. Das ist so ein bisschen dicker, aber auch nicht zu dick. Also ich werde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Da sind übelst viele Seiten drin, finde ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Blätter das sind. Was steht denn hier? Also 11,16 mal 5 und es sind 80 Blätter drin. Und ihr seht, die sind halt ein bisschen schwerer, ne? Ja, und die sind ziemlich dick und dann kann man eben sich so Skizzen machen oder ja, irgendwas ausprobieren. Und ich dachte, das ist zum Beispiel auch eine gute Sache, um für mein Bullet Journal da so ein paar Sachen mir mal vorzuzeichnen oder so, so ein bisschen auszuprobieren, bevor ich das dann in meinem Bullet Journal tatsächlich mache. Aber wenn ich Pech habe, wird es hier drin super und im Bullet Journal, ne? Ja, kann ja auch passieren. Aber dann kann ich es ja auch zur Not auch rausreißen, aufschneiden und dann aufkleben. Also ich wollte auf jeden Fall mal so ein Ding haben, wo ich halt mal so ein paar Sachen mir ausprobieren kann. Ja, auch diese hier hatte ich schon beim Fruchteis gesehen. Das sind Acryl-Spray-Farben. Und zack. Ja, keine Ahnung, ich hatte jetzt noch nicht gesehen, wie sie die ausprobiert hat, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob sie sich schon ausprobiert hat oder nicht. So, auf jeden Fall braucht es schon mal ewig. Oh, okay. Krass, ist auf jeden Fall gleich ein Herz geworden. Auch nicht schlecht, also ziemlich dickflüssig und ein paar Spritzer drumherum, also das muss man vielleicht weiter weghalten. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen dickflüssiger. Ja, aber nicht schlecht. Die Deckkraft ist auf jeden Fall gut, so wie es aussieht. Und ein Herz ist immer schön, ne? Ja, und hier ist dann halt grün drin, blau und dann so ein Türkis. Und hier, na, jetzt nicht. Okay. Zack. Hier haben wir dann gelb, so ein ja, helles Rosa und so ein kräftiges Pink. Ja, die Farben sind auf jeden Fall nett. Mal gucken, was ich damit machen werde. Ich dachte mir, für den Preis erstmal mitnehmen und dann kannst du dir immer noch überlegen, was du damit machst. Das hier, bin ich der Meinung, habe ich auch schon bei Miss Fruchtess gesehen. Und zwar ist das einfach nur ein Tuschkasten, aber mit so Metallic-Farben. So, zack. Ja, da ist natürlich überall nicht besonders viel drin. Und ich weiß auch nicht, wie gut die decken. Das werde ich ausprobieren. Aber könnt ihr das sehen? Die schimmern, also die sind so metallisch. Ja, Metallic kann man ja auch immer mal ganz gut gebrauchen. Ich habe sowas noch nicht und deswegen dachte ich mir zum Probieren, wie das. Hier habe ich noch einmal Sticker gefunden und hier habe ich die nämlich mit den Sprüchen. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich sowas mitgenommen hatte, aber die hier sind hier irgendwie so, wie sie da abgebildet sind, gar nicht da. Es scheint aber das Ding zu sein. Ja,
Nur die sind hier farblich anders abgebildet. Und ich sehe auch gerade, dass hier bei Forever zum Beispiel die Schrift schon fast weg ist. Aber das ist nicht so schlimm. Das wäre jetzt eh wahrscheinlich ein Ding, was ich nicht benutzen würde. Wie gesagt, die ganzen Sticker, alles eher für meinen Bullet Journal gedacht. Gut, ja, als ich das letzte Mal beim Action war, habe ich diese Wasserfarben bekommen. Und zwar nur die blaue Sorte. Und diesmal habe ich mir die rote Farbe, die roten Dinger hier noch mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch war, als ich die blauen aufgemacht habe. Teilweise, das geht jetzt, gingen die so schwer auf. Da habe ich richtig Kraft gebraucht, die Dinger aufzukriegen. Keine Ahnung, ob das jetzt hier, ne, die scheinen alle gut zu gehen. Oh, das ist aber eine sehr dünne Farbe. Mal gucken, ob das was die überhaupt deckt. Die sieht schon in dem Ding hier so dünn aus. Ihr seht das jetzt gar nicht so gut. Bei euch sieht es viel, viel dunkler aus, als es eigentlich hier wirkt. Ja, dann gelb. Ja, die gehen hier jetzt alle gut auf, aber da hatte ich echt eine Packung erwischt, wo die richtig schwer aufgegangen sind. Und der ging noch leichter. Und hier haben wir einen, wo es klemmt. Okay. Ja, das mache ich jetzt nicht, sonst flutscht mir das hier noch alles über das Dings. Hier sind immer 30 Milliliter drin und ja, Wasserfarben eben. Die sind vom Pigment her nicht so stark, aber funktionieren. Also ich hatte mir das schon mal ein bisschen ausprobiert und wie gesagt, so stark sind die nicht, aber man kann sie auf jeden Fall benutzen. So, und ich bin auch schon bald durch. Dann habe ich hier diese Dinger noch gefunden, und zwar Twin Marker mit Metallic. Und die hatten auch nur noch diese beiden Teile hier mit den Farben. Und da ist zweimal grün, allerdings einmal ein helles und einmal ein dunkleres Grün. Ja. So. Zack. Das hier ist dann ja, einfach nur Metallic Grün steht da drauf. Und das hier ist halt Metallic Red. Obwohl das eigentlich rosa aussieht, aber egal. So, und hier ist dann wieder grün, ist aber ein ganz anderer Farbton. Ja, und dann hier so ein, hier steht Rosé Gold. Für mich ist das eher ein Kupfer, aber okay. Ja, und da ich die auch noch nicht hatte, kamen die auch einmal mit. Und die kommen hier mit an meine Seite. Wobei, ich brauche hier echt noch mal ein zweites Teil, weil der passt einfach nichts mehr rein. So, und ganz zum Schluss habe ich mir dieses Teil hier noch gekauft. Und das finde ich ganz witzig, weil das steckt man nämlich so zusammen. So, zack. Und wenn man dann gemalt hat mit seinen Wasserfarben hier zum Beispiel oder mit dem Tuschkasten, dann steckt man den Pinsel hier so rein und dann tropft der ab nach unten. Dann kommt hier der ganze Dreck dann eben rein. Das kann man dann rausnehmen, sauber machen und ja, da unten ist dann halt das restliche Wasser und das hier unten, dieses Metall hier, das verrostet dann nicht so schnell und geht wahrscheinlich auch nicht so schnell kaputt. Das fand ich auf jeden Fall cool. Habe ich mal mitgenommen. Mal gucken, wie oft ich das tatsächlich benutzen werde, wenn ich dann mit meinen Wasserfarben hier rumgeschmattert habe. Also den Topf hier, den ich mir da mal mitgenommen habe, den benutze ich jedes Mal. Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich den nicht habe. Mal gucken, wie es bei dem hier ist oder ob es einfach nur ein Teil ist, was mir hier Platz auf dem Schreibtisch wegnimmt. Schauen wir mal. Ja. So, das ist jetzt hier wieder mein Chaos. Das war es auch schon. Mehr habe ich diesmal nicht mitgenommen und ich finde, das reicht auch. Man muss nicht immer alles haben. Ich habe noch ein paar Sachen gesehen, die mir auch ganz gut gefallen haben, die ich einfach wieder zurückgelegt habe, weil ich gedacht habe, nee, komm, nicht noch mehr Kram. Die Sachen, wo du direkt eine Idee hast, wofür du es verwenden kannst, ja, und alles andere wieder zurück ins Regal. Okay, ihr Lieben, ja, wie gesagt, die beiden Sachen hier, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Da bin ich mal gespannt, wie das klappt. Und auch mit den Magnetdingern hier. Ich glaube, ich packe die auch kurz nochmal aus. Hey, du musst nicht immer gleich alles kaputt reißen hier, Mensch.
Komm, hier nicht. Na gut, dann so. So geht's ja auch. Ich muss jetzt nur mal angucken, wie das aussieht. Ah ja, von hinten hast du dann so eine dünne. Ich hatte auch gar nicht geguckt, wie viele Teile da drin sind. Ob das nur eins ist? Nee, das sind zwei. Genau, es sind zwei. Und wie gesagt, vorne hat man dann so eine glänzende Seite, die dann bedruckt wird. Und hinten hat man dann eben diese dünne Magnetplatte. Ja, und das kann man dann ausschneiden und kann sich dann irgendwo hinwappen. Finde ich total genial auf jeden Fall. Gut, ihr Lieben, dann hoffe ich, blendet so, auch nicht weniger, zack. Dann hoffe ich, dass euch das Video ein bisschen gefallen hat. Vielleicht habt ihr irgendwas gesehen, was ihr noch nicht hattet, was euch vielleicht auch auf Ideen gebracht hat. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.